Da sind wir wieder. Willkommen zurück. Zu Fallout 2 Restoration Mod. Ich habe jetzt Bock drauf. Wir haben beim letzten Mal nämlich das Dorf von Sulik besucht und haben da mit einigen sehr interessanten Figuren geredet und wirklich sehr coole Quests gemacht. Also ich muss sagen, die Händler-Quest, die war schon wirklich cool. Falls ihr es beim letzten Mal nicht dabei wart, das wird die nächsten Tage auf YouTube hochgeladen, da könnt ihr es nachholen. Das war schon wirklich gut. Und jetzt haben wir noch eine Quest bekommen von einem Schamanen, der eigentlich nicht an dieses ganze übernatürliche Zeug glaubt, aber jetzt wird er mit einem Geist konfrontiert. Wir sollen uns jetzt darum kümmern, weil er Angst hat. Und genau das machen wir jetzt. The blood. So viel Blut. I hope it's not Chris's blood. Er hat gesagt, er würde mich lieben. Dass wir gemeinsam ein neues Leben beginnen würden. Wie konnte er das nur tun? Wer hat dir das angetan? Kannst du mich hören? Es war alles eine Lüge. Er hat mich überhaupt nicht geliebt. Oh, er hat dein Messer. Es schmerzt. Der Blick in seinen Augen. So kalt. Ach so, warte. Ich habe doch extra eine Geisterstimme dafür gehabt, oder? Der Blick in seinen Augen. So kalt. Oh. Wenn du mich hören kannst, sag mir, wer dir wehgetan hat. Wer hat das gemacht? Oh, ihr seht noch schwarz. Oh, sorry. Kein Problem. Wartet, das haben wir gleich. Der hat nur das Spiel nicht erkannt automatisch. Wartet mal, mal gucken, ob er es jetzt findet. Mehr oder weniger. The Blue Skyhawk just resubbed for 4 months. The Blue Skyhawk. Vielen, vielen Dank. Ich muss den Bildschirm sauber machen. Schauen wir mal. Ich hoffe, das verschwindet wieder. Das kennen wir ja schon. Der ist nicht so begeistert vom Raustappen immer leider, aber jetzt funktioniert's. Ne, jetzt müsstet ihr alles sehen. Also, wenn du mich hören kannst, wer hat dir das angetan? Er geht nun weg. Er lässt mich hier, sterbend, alleine. Wie konnte das nur passieren? Oh, eine Sache muss ich noch machen, fällt mir gerade ein. Ich muss das Spiel auf Twitch noch ändern, ne? Oh Gott, ich habe mich gerade so erschrocken. Weil ich hier gerade ein frisch geöffnetes Bier stehen habe. Und ich habe mit meiner Hand gerade gegen was gestoßen. Es war nur das Mikrofon. Aber ich dachte schon, ich kick jetzt das Bier vom Tisch. Und das wäre uncool gewesen. Aus vielen Gründen. Vor allem, weil da unten die ganzen Steckdosen sind unter mir. Schon allein deswegen wäre es echt ungünstig. Naja, genau. Prost. Jetzt kommen wir zum gemütlichen Teil des Abends. Okay. Also. Oh, come on, was ist denn das immer hier mit diesem schwarzen Bildschirm? Ja, rubbel los, wir müssen erst den Bildschirm wieder freirubbeln. Hilft nix. Aber ich glaube, wenn wir das Gebiet wechseln, dann geht schon. Ich will jetzt nur den Text und so freirubbeln, damit wir das alles schon, das Bild oben sehen können. Also. Bitte, gib mir einfach einen Namen. Gib mir etwas, mit dem ich arbeiten kann. Es hätte so nicht passieren sollen. Du hast gesagt, du wolltest deine Familie mit mir gründen. Oh, es ist so kalt. Ich glaube, ich sterbe. Nein, das ist nicht real. Du würdest mir das doch niemals antun. Throg. Bam, bam, bam. Wer war Thorg? Gleich nochmal, aber wer meinen Namen? Ich liebe dich. Nessa wird dich immer lieben. Okay, Thorg hat Nessa getötet. Hey, aber Thorg war nicht der Superkrieger, oder? War Thorg der Superkrieger? Ist der Mörder von ihr? Das wäre so ein krasser Plot-Twist. Danke, Nessa. Das ist alles, was ich hören musste. Es ist so einsam, so dunkel, so
alleine. Okay, krass. Krass. Also wenn das wirklich der Superkrieger war, ne, mit dem wir auch beim Handel waren und so weiter, das hätte ich nicht gedacht. Das finde ich heftig. Aber ich befürchte, jetzt müssen wir erstmal den Riesenskorpion da töten. Riesenred. Wo ist Sulik? Ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Doch. Ich glaube, einen Skorpion schaffen wir, oder? Vielleicht werden wir dabei vergiftet, aber... Ah. Kritischer Treffer und deswegen haben wir unseren nächsten Zug verloren. Ich habe zu früh gesprochen. Super lustig. Nee, schwere Waffe haben wir leider noch nicht, aber mittlerweile kann ich wenigstens ein bisschen mich mit dem Messer zur Wehr setzen. Aber aktuell ist Sulik schon noch für die ganzen Kämpfe da. Wir haben auch immer noch nicht die Tür öffnen können zu Vicks Hinterhaus. Zimmer. Ah, oh, geschafft. Immerhin. Guck, wir schaffen jetzt schon alleine einen Red Scorpion. So stark sind wir schon. Jetzt muss ich mal kurz in unser Inventar gucken, weil wir haben zum Glück auch ein Gegengift dabei. Habe ich ja schon vorgesorgt. Puh, ich speichere jetzt mal schnell, weil das ist eine große Erkenntnis. Und dann weiß ich jetzt nicht, mit wem reden wir. Reden wir erstmal, würde ich sagen, mit dem Schamanen, der uns die Quest gegeben hat. Bevor wir jetzt den vermeintlichen Täter direkt ansprechen drauf, ne? Du bist zurück. Hast du etwas herausgefunden über die verlorene Seele? I spoke to her spirit. Ich weiß nicht, warum da so Pausen irgendwie sind, aber gut. Ich habe mit ihr geredet. Ich habe mit der Seele gelauscht. Es hört sich so an, als würde sie von ihrem Liebhaber betrogen und ermordet werden. Jemand mit dem Namen Thork. Thork? Ach so, nee, es ist nicht der Superkrieger. Okay. Der war der Schamane, dem ich gedient habe als Lehrling. Wow. Ich wusste, dass er ein ziemliches Arschloch war, aber ich hätte ihn nicht für einen Mörder von jungen Frauen gehalten. Ich schätze mal, ein schlechtes Gewissen. Was? I suppose a guilty consciousness helps to explain. Ah, okay, okay. Ich schätze mal, das schlechte Gewissen hilft dabei zu erklären, warum er dieses Mitternachtsschwimmen, das zu seinem Tod geführt hat, durchgeführt hat. Thork war also ein Mörder. Schau mal nicht an. Also, was jetzt? Jetzt muss ich sie in den Nebel schicken. Ich glaube, ich kann es tun. Aber du musst mit mir kommen. Es gibt einfach keinen Weg, dass ich ihr alleine begegnen möchte. Und keiner aus dem Dorf würde mit mir kommen. Sie glauben, es ist ein schlechtes Omen, für einen Nicht-Schamanen einen Geist zu treffen. Okay, wir haben schon zwei Geister getroffen. Ich hoffe, ich... Ja, Aber zweimal Minus ist plus zwei böse Omen sind ein gutes Omen. Insofern, cool. Okay, keine Sorge, ich helfe dir, da durchzukommen. Das schaffen wir schon. Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße. Ich kann das nicht tun. Okay. Nessa? Oh, so kalt, so allein. Nessa, hör meine Stimme. Ich rufe dich in die Welt der Lebenden. Ich höre etwas. Wer ist da? Ich bin der Schamane des Dorfes. Du musst in den Nebel. Dort wirst du Frieden finden. Ja, ich sehe den Nebel jetzt. Ich sehe Geister, die mich rufen. Gehe zu ihnen, Nessa. Gehe in den Nebel und komm mit deinen Vorfahren auf einen Nenner Dingens. Ende. Okay, cool. 500 Erfahrungspunkte, 25 Karma und war eine sehr coole Quest. War wirklich eine sehr coole Quest. Alles hier im Dorf war cool, ohne Scheiß.
Okay, aber ich glaube, dann sind wir jetzt hier. Ja, dann sind wir jetzt hier fertig. Wir haben hier noch Findesulix verschwundene Schwester, aber gut. Die anderen Quests haben wir gemacht. Und wenn wir in das Gebiet gehen, dann stürzt das Spiel ab. Da gehen wir nicht mehr hin. Dann hauen wir jetzt wieder ab hier. War cool. Das war wirklich ein sehr cooler, wieder hinzugefügter Content. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass dieses Restoration Pack die Tür zu Vicks Hinterzimmer verschließt, sodass wir immer noch nicht ran können. Aber dass es hier jetzt ein ganz neues Gebiet gibt, mit neuen Items, mit neuen Quests, neuen Charakteren, die aber so perfekt in die Welt passen, ne? Die halt eben wirklich restauriert sind. Also nicht irgendwas dazugemachtes, Fangemachtes, sondern aus dem Spiel rausgeschnitten und wieder hinzugefügt. Das ist gut. Das ist wirklich super. Na gut. Also, wir brauchen immer noch Sprengstoff oder einen sehr viel höheren Schlossknack-Skill. Und wir haben gerade keinen anderen Anhaltspunkt, also unsere Hauptfigur nicht, außer dass wir nach Bunkerstadt gehen. Deswegen gucken wir mal, ob wir da lebend hinkommen. Fischer. Eine Gruppe Fischer. Ich meine, die leben an der Küste, ne? Jetzt verstehe ich das erst. Der Sulik lebt ja mit seinem Stamm an der Küste. Klar, dass die so auf Wasser und so... Ach ja, guck mal, wir sind hier sogar an der Küste. Was irgendwie nicht ganz Sinn macht, weil wir ein bisschen... Aber ist ja egal. Und, dass wir auch Fische bei denen im Dorf gefunden haben und sowas. Das macht voll Sinn. Du kommst gerade rechtzeitig, um den Segen der Göttin der See zu erfahren. Wir opfern der Göttin der See gerade Tribut, so wie jedes Jahr, in der Form von Xanderwurzel. Wenn die Göttin uns als würdig erachtet, wird sie die Xanderwurzel in Brockflower verwandeln. Dürfte ich sehen, mit was euch die Göttin gesegnet hat? Hier. Es war die Größe, das ist, was die große Göttin uns dieses Jahr gebracht hat. Wir teilen unseren Segen gerne mit dir. Für einen Preis. Chunk, also Müll, und Xanderwurzel für 20 Dollar. Bye. Ich weiß nicht, ob ich das will. Doch, genau. Xanderwurzel macht sie dann zu Brockflower. Na, ich will sehen, ob das funktioniert. Kann ich irgendwas ins Wasser werfen oder so? Es ist immer noch Xanderwurzel bis jetzt. Vielleicht mag mich auch die Göttin der See einfach nicht. Ja, genau. Ein mutierter Landvogel reitender Tintenfisch wäre ein guter Vorlad-Mutant, finde ich auch. Okay. Ich glaube, die Göttin mag mich nicht. Dafür habe ich jetzt 20 Dollar ausgegeben. Ich dachte, vielleicht passiert irgendwas Cooles. Aber ich kann auch mit der See selber nicht irgendwie interagieren oder mit dem Wasser halt, Gewässer. Naja, dann gehen wir halt. Schön war es mit euch fischenden Personen. Weiter nach Bunkerstadt. Gleich die nächste Zufallsbegegnung. Red Scorpions. Nee, wenn wir es verhindern können, treffen wir lieber keine... ja, ein Landvogel. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich Landvogel gesagt habe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, wir wurden noch vor kurzem so krass von ein paar so Blumen getötet. Andererseits wäre es jetzt interessant zu wissen, ob wir mittlerweile stärker sind. Und kämpfen die Geckos eigentlich gegen die Pflanzen? Ja, ich muss mal testen. Ich muss mal testen. Die Rache jetzt dafür, dass die mich im Tutorial so fertig gemacht haben. Mal gucken, ob wir jetzt eine Chance haben gegen die.
Wir haben jetzt immerhin Zulik dabei, ne? Ja, und ich habe getroffen. Die bringen halt wahrscheinlich überhaupt keine Erfahrungspunkte, ne? Das ist die Zeit nicht wert, die wir hier verbringen. Und die Geckos sind nicht mal in den Kampf involviert gerade. Zulik steckt den Hammer weg und zieht den Hammer. Cool. Das sein Anti-Menschen-Hammer. Das hier Anti-Pflanzen-Hammer. Zulik, das ist der exakt gleiche Hammer. Knochen der Ahnen sagen anders. Du nicht verstehen, Welt der Geister. Mein Gott, zähe Pflanze. Nach der Pflanze gehen wir. Die Aliens aus Fallout 2. Ach so, die Aliens meinst du. Ja, ja, ich war jetzt bei dem abgestürzten UFO aus Fallout 1. Ja, die Vanamingos, genau, ja. Die finde ich wirklich auch cool. Finde ich coole Gegner. Aber offiziell in der Fallout-Lore, soweit wir wissen, es gab zwar Konzepte dafür, tatsächlich die in Fallout 3 zurückzubringen, aber ich glaube, aus der Fallout-Bibel stammt die Information, wenn mich nicht alles täuscht. Also so, ne, Semikanon aktuell. Aber ja, steht, dass die ausgelöscht wurden. Es gibt keine Vanamingos mehr. Red Scorpions, die gegen Kannibalen kämpfen. Muss nicht sein, oder? Muss nicht sein. Das klingt komisch, wenn man drüber nachdenkt oder dumm. Mal sehen, ob ich jetzt stark genug bin, um die Pflanze zu besiegen. Naja, ich meine, überleg mal, wenn es jetzt ein Baum ist, eine Eiche, und du musst die mit deinen bloßen Händen töten. Das ist schwierig. Wenn man so drüber nachdenkt, ist das gar nicht so albern. Ich meine, wie definiert man besiegen? Aber, ja. Ein Baum mit bloßen Händen ermorden ist gar nicht leicht. Klettert mal hoch und bricht alle Äste ab, damit sie langsam stirbt, weil sie keine Photosynthese mehr betreiben kann. Tupft mal alle Blätter ab. Oder gräbt man mit bloßen Händen die Wurzeln aus. Oder nagt man sich durch den Stamm. Ist auf jeden Fall echt schwer, so einen Baum umzubringen. Safe verhungert man vorher. Jetzt habe ich den Controller in die Hand genommen. Wir spielen nicht mehr Resident Evil. Soll ich gegen die drei Burschen und Damen hier kämpfen? Oder eher nicht? Ich speichere mal und wir versuchen es. Die haben vielleicht wenigstens Waffen, die man verscherbeln kann, ne? Ja, also ein Vertibird oder vielleicht auch ein Bodenfahrzeug, das wäre auf jeden Fall auch so meine Prognose für ein Fallout 5. Das wäre so eine logische Weiterentwicklung, finde ich irgendwie. Okay, die bringen mich hart um einfach. Bam. Die heißen Highwayman. Die Dunkelheit. Aber die können doch nicht einfach wie mein Auto heißen, mein zukünftiges. Na gut, neue Strategie. Wir verlassen den Laden hier. Wartet nur, wenn ich eine schwere Waffe habe, ey. Hey, wartet mal. Brauchten wir nicht auch Schlossknacken? Brauchten wir nicht auch Schlossknacken, damit wir, ich glaube nämlich schon, damit wir in der Gifthöhle den Aufzug benutzen können? Oder reparieren? Ah, da brauchten wir reparieren. Shit. Weil da würden wir eine schwere Waffe kriegen. Das wäre die früheste schwere Waffe im Spiel. Aber da müssten wir in die untersten Ebenen der Toxic Cave. Und da können wir, glaube ich, aktuell noch nicht hin. Ah, damn it. Naja, weiter nach Bunkerstadt. Was ist denn jetzt schon wieder? Ah, ein paar Leute überfallen eine Karawane. Das ist gut. Da mischen wir uns ein. Da gibt es ein paar Erfahrungspunkte für uns und Loot. Weil die Raider werden sterben und wenn wir Glück haben, vielleicht auch ein paar von der Karawane und alles, was liegen bleibt, ist meins. Aus irgendeinem Grund. Welches Spiel war denn das? Das war eigentlich ganz cool, aber auch ein bisschen nervig.
Was war denn das? Irgendein Spiel, das auch sehr so offene Welt-Rollenspielmäßig war, in dem es aber tatsächlich so war, dass auch andere NPCs Tote gelootet haben. Und man musste sich teilweise echt beeilen, dass man an Loot rankommt, nachdem so ein Kampf vorbei war. Und teilweise wurde man sogar angegriffen, wenn man den Loot von einer Fraktion geklaut hat, der eigentlich für die bestimmt war. Also, weißt du, wenn jetzt so wie hier jetzt die Karawane die Raider umbringt und ich würde die Raider plündern, dann wird die Karawane auf mich losgehen. Ist das nicht in Fallout so? Red Dead Redemption, ja, aber das meine ich nicht. Ich frage mich gerade, ob das in Fallout Online sogar so ist. Ob sich da die NPCs so verhalten. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung. Gibt's auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob ich das mag. Es ist zwar sehr realistisch und alles, aber ich loot halt gerne. Ich mag nicht, dass mir NPCs meine Sachen wegluten. Vor allem, weil NPCs dann nicht mal was damit anfangen können. Es ist ein bisschen gefährlich, hier mitten im Kugelhagel zu stehen. Aber okay. Oh, der hat irgendein Scharfschützengewehr-Zeugs. Ey, ich hätte das auch so gerne. Ja, da muss ich echt aufpassen. Da muss ich vielleicht auch mal im Wiki nochmal nachschauen, wenn es soweit ist. Weil es gibt Waffen, die optisch als kleine Waffen durchgehen könnten, die aber tatsächlich schwere Waffen sind. Wie eben zum Beispiel ein schweres Scharfschützengewehr. Im Zweifelsfall muss ich da mal nachgucken. In Navarro könntest du dich aber reinschleichen und die Powerrüstung und den Plasmawerfer holen. Im Spind. Wir wären sogar ein bisschen auf Schleichen spezialisiert. Der nutzloseste Skill ever. Ich würde mir gerne ein Fallout Tactics 2 wünschen. Ja, da wäre ich auch sofort dabei. Das war so ein bisschen das, was ich vorher beschrieben habe, als wir noch Resident Evil gespielt haben. So ein modernisiertes, so ein bisschen auf der Basis von XCOM, weil das macht schon Sinn, das ist spaßig und schnell und so für so ein rundenbasierendes Spiel. Fallout Tactics 2. Fände ich mega. Könnte Stalker gewesen sein. Ja, das könnte wirklich sein. Ah, nee, glaube ich nicht. Ah, ich weiß es nicht mehr. Aber ich bin mir sicher, dass diese Mechanik in irgendeinem Spiel existiert. Da bin ich mir ganz sicher. Aber ich habe es nicht mehr vor Augen, was das... Ich könnte nicht mal sagen, ob es 3D oder 2D war. Ich weiß wirklich nicht mehr. Die Wachen mit ihren Metallrüstungen halten was aus. Oh nein, jetzt hat die mich versehentlich getroffen. Jetzt bin ich gespannt, ob die dann aggro auf mich sind. Weil sowas in der Art hatten wir schon mal. Scheiße, tatsächlich. Weißt du, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Die sind jetzt aggro, weil die mich angeschossen haben. Wenn, dann sollte ich aggro sein. Ah, ich komme hier nicht lebend raus. Vor dem hatte ich am meisten Angst. Zulik, es ist sehr heldenhaft von dir, aber das... Ich speichere jetzt mal hier. Vielleicht kann ich weglaufen. Aber ein kurzer... Oh Gott, wo ist denn... Oh, der Ausgang ist da drüben. Ah, oh, shit, okay. Fallout... Ja, würde ich auch. Hey, komm, ich fände alles geil. Jeden Spin-off im Fallout-Universum, der irgendwie ein bisschen was anders macht, fände ich super. Also auch gern mal andere Genre, weißt du, ich bin da voll dafür, ich bin da ein Riesenfan. Ich glaube, viele werden enttäuscht. Stellt euch vor, Bethesda macht eine große Präsentation, ne, und dann erscheint irgendwie der Schriftzug Fallout auf dem Bildschirm und alle so, oh mein Gott, neues Fallout, crazy. Und dann sagen sie, ja hier, wir haben ein Aufbaustrategiespiel gemacht, am besten noch fürs Tablet oder so. Dann wäre der Shitstorm groß, ich glaube, deswegen trauen die sich das nicht. Aber ich wär dabei, ohne Scheiß, immer her damit. Okay, ich versuche mal noch mal einen anderen Plan. Und zwar Heilung. Habe ich noch Stimpacks? Und wenn ja, will ich mir die aufheben? Oh Gott, ich habe gar keine mehr.
Ich habe 3 Pulver, sonst nix. Aber das ist es einfach nicht wert. Ich befürchte, ich sollte den Kampf nochmal neu laden. Ich schau mal, ob ich jetzt wegkomme und dann, ne? Dann ist es, wie es ist. Aber ansonsten müssen wir den Kampf nochmal neu laden. Und dann gehe ich vielleicht einfach gleich. Wenn die es schaffen würden, den mit dem Scharfschützengewehr da umzubringen, die Raider. Oh, wartet mal. Jetzt lade ich wirklich den Kampf nochmal neu. Weil was ist denn, wenn ich mich einfach auf die Seite, auf die Seite der Raider schlage und den mit dem Gewehr anvisier und ihm das schnell klaue und dann weglaufe, während die noch kämpfen? Weil die Raider haben keine Chance gegen die, aber was ist, wenn ich einen, vielleicht 2 davon ausschalte, dann ist vielleicht, wisst ihr, das Kräfteverhältnis ein anderes. Und vielleicht greifen die mich nicht an, weil die mit den Raidern beschäftigt sind. Versuchen wir mal. Okay. Ja, ich hab's befürchtet. Genau das habe ich befürchtet. Ein kritischer Treffer mit 0 Schaden. Weil immerhin haben die Metallrüstung an. Da ist es schwer durchzupieksen mit meinem kleinen Taschenmesser. Aber ich versuch's weiterhin. Oh, warum schießt du auf mich, Raider? Ich dachte, wir sind ein Team. Hey! Warum bin ich denn jetzt hier die Zielscheibe von dem? Ich bin wirklich nicht die größte Gefahr hier auf dem Schlachtfeld. Guck, das ist der One-Hit-Kill-Kerl. Vielleicht wollten die auf den schießen und ich hatte nur Pech, ne? Möglich. Aber verdammt nochmal. Sulik kann dem wenigstens ein bisschen Schaden machen, aber ich glaube, der Plan ist hinfällig, weil ich die mit der Metallrüstung mit meiner... Hey, die Raiders sind aber auch so dumm. Und jetzt sterben alle. Ich hätte denen helfen können. Okay, gut. Neuer Plan. Plan Nummer 3. Plan C. Macht das einfach unter euch aus. Ich bin da mal weg. Ich bin auf dem Weg nach Wall City. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich in die Situation reingeraten bin. Wie kann das passieren? Wahrscheinlich haben Sulik und ich hier im Zelt übernachtet und plötzlich, ne, wachen wir nachts auf und dann kommen von links und rechts 2 Gruppen und erschießen sich. Und wir einfach so, nope. Kriege ich eigentlich, wenn die sich jetzt gegenseitig töten, während ich noch hier in dem Gebiet bin, kriege ich dann Erfahrungspunkte? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie da das Regelwerk funktioniert. Oder muss ich mindestens einmal draufgehauen haben oder so? Überaus falloutige Angelegenheiten, ja. Komm, Sulik. Wir sind raus. Na, okay. In der nächsten Runde. Die Raider erschießen sich auch noch gegenseitig. Aber ich wüsste echt gern, was der für eine Waffe hat. Die scheint echt reinzuhauen. Hunting, ach so, der hat einfach nur ein Hunting Rifle. Ich glaube, ein Hunting Rifle zählt wirklich als kleine Waffe. Hey, man kann kein... Eine Wall City Karawane. Naja, sagen wir mal Hallo, oder? Vielleicht hat er ein bisschen Kohle. Ich hätte nämlich was zum Verkaufen, wenn es ist. 7 Geld, ich weiß es nicht. Ist jetzt eher nicht, was ich gesucht habe. Naja, tschüss. Bei Stalker ist es so, dass die NPCs die Toten plündern. Okay, ich dachte, ich hätte noch ein anderes Spiel im Kopf gehabt. Ich dachte, es war nicht Stalker. Aber ehrlich gesagt, könnte ich es jetzt auch gar nicht mehr sagen. Ich glaube, wir müssen leider schon wieder weg hier. Auch wenn der erste schon mal daneben geschossen hat und seine Waffe fallen lassen hat.
Das ist schon mal gut. Ui, 18. Nein, wir müssen dringend weg hier. Wir brauchen dringend mehr Power. Wir sind eigentlich echt noch nicht fit genug für den Weg nach Vault City, ne? Aber gut. Shit, ich glaube nicht, dass ich lebend hier von der Map komme. Oh, Sulik! Sulik hat sich... Das, in der Grafik sieht man das natürlich nicht, aber ich wette mit euch, der hat sich in die Kugel geworfen, um mich zu schützen. Weil genau weiß, sobald ich den roten Bereich betrete, sind wir beide safe. Holy shit, sind wir tot. Also ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es Sulik geht. Was für eine Reise hier. Sulik ist okay. Sulik ist gut. Weißt du was? Gehen wir einfach weiter. Weil ich glaube, wir heilen uns wahrscheinlich auch während des Reisens ein bisschen. Flammenwerfer wäre gar nicht so meine Weapon of Choice. Aber würde ich natürlich. Ist mir, hey. Schwere Waffe ist schwere Waffe. Das ist gerade an den alten Fallouts so cool. Das machen, finde ich, die neuen Fallouts nicht mehr ganz so gut. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden ein bisschen, aber diese Machtkurve, wisst ihr, so diese Progression einfach. Man startet halt als unglaublich schwacher Niemand im Ödland und arbeitet sich dann hoch. Rüstung für Rüstung, Waffe für Waffe wird man immer mächtiger und mächtiger. Und irgendwann ist das, was am Anfang unbesiegbar für einen war und Laufen die einzige Option war. Auserwähltes Wesen, der Geist unserer Vorfahren geleitet mich in die Welt der ist dann Träume, leicht. Sodass ich deine Gedanken berühren kann. Unser Dorf leidet ohne das heilige Geg. Unser Leben liegt in deinen Händen wie in den Händen. Wir kriegen jetzt schon die erste Warnnachricht, na gut. So. Wir sehen eine kleine friedliche Farmergemeinde, Bauerngemeinde, die von Feldern von toten oder sterbendem Getreide umringt ist. Dann gehen wir mal in den General Store. Gleich mal das wichtigste Gebäude am Eingang, das lobe ich mir. Ah, ich wünschte, es würde ein Fallout kommen. Ich würde das, weißt du, ich würde einfach gern Fallout 2 von meiner Festplatte, also in meinem Kopf meine ich, von meinem Hirn, aus meinem Hirn löschen können, damit ich es nochmal komplett neu spielen kann. Ja, das wäre so schön. Von meiner Festplatte könnte ich es löschen. Ja, immerhin haben wir jetzt Dynamit. Bam, 1000. Oh, aber die kriegen wir zusammen. Chat brauchen wir auch nicht. Chat ist hier gar nichts wert. Ich habe 8 Messer. Ja, ich weiß schon warum, ne? So, jetzt kommen wir der Sache näher. Vielleicht kann ich noch ein bisschen wieder ein Chat rausnehmen oder so. Nein, das ist nicht ganz. Aber gut, okay, weißt du was, da lege ich jetzt noch ein paar Taler drauf. Wie viel ist eine Schaufel wert? Ich brauche wirklich nicht 2 Schaufeln. Ja, komm. Machen wir. Die 3 schenke ich dir. Cool. Das heißt, wir können jetzt dann zurück zu Vicks Workshop und endlich sein Hinterzimmer öffnen. Sehr schön. Ich bin neu hier. Kannst du mir irgendwas über die Stadt erzählen? Naja, willkommen in Modok, würde ich mal sagen. Mein Name ist Cho und ich mache hier den Handelsladen, basically. Wir haben zwar nicht viel, wir sind nur ein paar Farmer hier, ein paar Farmen und ein Schlachthaus und dann ist da natürlich noch Rose Bed and Breakfast und eine Lederei. Gerade genug, dass wir hier produzieren, um damit zu handeln. Aber durch die Dürre könnte sich das schnell ändern. Erzähl mir was vom Schlachthaus. Ja, das Schlachthaus wird von den Grishams geleitet und seinem Sohn Devin. Östlich von hier. Er macht das beste Jerky auf dieser Seite der Rockies. Erzähl mir was über Rose Bed and Breakfast. Rose Bed and Breakfast ist im Norden der Stadt. Reisende von überall kommen hierher,
um ihre weltberühmten Omelettes zu verspeisen. Einige sagen, ihre Omelettes können sogar Leute von allen möglichen Krankheiten heilen. Aber ich glaube, das ist Bullshit. Erzähl mir was über den Handelsposten. Ja, wie ich schon gesagt habe, mein Name ist Joe und ich leite den Laden hier in Modok. Ich organisiere Handel zwischen Modok und anderen Städten, wenn wir mit anderen Städten, die Leder und Essen von uns brauchen. Aber mit der Dürre könnte das alles hier ziemlich schnell enden. Wir sind ziemlich verzweifelt, um ehrlich zu sein. Wo ist die Lederei? Folg einfach deiner Nase und du wirst sie finden. Du kannst den faulen Gestank nämlich schon von Weitem riechen. Das ist nur nördlich von hier. Wenn du mal vom Gestank absiehst, dann gibt es eigentlich keinen besseren Ort für Ledersachen. Baltas kann wirklich Wunder wirken, wenn es um Leder geht. Und was ist das große weiße Gebäude in der Mitte dieser Stadt? Oh, das ist unsere Stadtkirche. Die Leute von Modok haben sie gebaut, um ihren Glauben zu zeigen. Aber in letzter Zeit gibt es nicht besonders viel, für das man dankbar sein kann. Also geht niemand wirklich mehr zu den Zeremonien. Na gut, dann würde ich sagen... Ah, genau. Ich suche nach einem bestimmten Item. Und ich frage mich, ob du vielleicht irgendetwas darüber weißt oder mir helfen könntest, es zu finden. Naja, spuck's doch aus. Ich kann mal gucken, ob ich dir irgendwas drüber sagen kann. Du lässt mich doch hier nicht stehen und raten, nach was du suchst. Na, ich suche nach dem heiligen Geg. Naja, dann hast du Glück. Ich weiß ziemlich genau, wo eins ist. Dann haben wir wohl doch einiges zu besprechen. Was haben wir denn zu besprechen? Sag mir doch einfach, wo ich das heilige Geg finde und ich mache mich auf den Weg. Ja, das ist eben gerade das große Problem. Warum kommst du nicht mit... That's one big chip on my shoulder. Why don't you come back when that chip isn't quite so big? Okay. Also er hat gerade irgendwie große Probleme und ich soll zurückkommen, wenn er nicht mehr so große Probleme hat. Hab einen schönen Tag. Und pass auf die Tür auf deinem Weg nach draußen auf. Was laberst du? Was willst du für die Informationen? Okay. Jetzt haben wir eine andere Dialogoption. Ah, was ich will... Falls es dir nicht aufgefallen ist, unsere kleine Farmer-Community ist gerade in ziemlich großen Problemen, einer Dürre. Die regnerische Saison war ziemlich kurz dieses Jahr und unser Getreide ist tot oder stirbt gerade durch Wassermangel. Um es einfach zu sagen... Unsere Community ist gerade dabei, mit dem Getreide zusammen wegzusterben. Naja, aber du weißt, dass ich keinen Regen machen kann, oder? Nein, natürlich nicht. Ich würde dich nicht für so etwas Unmögliches anbetteln. Natürlich kannst du es nicht regnen lassen, oder etwa doch? Nein, natürlich kannst du das nicht. Naja, wie auch immer... Wie ich gesagt habe, wir sind in Schwierigkeiten und wir könnten Hilfe brauchen. Okay, ich höre zu. Es gibt eine Farm in den Außenbereichen unserer Stadt, wo eigentlich keine Farm sein sollte. Vor einigen Jahren ist sie einfach so aufgetaucht, aus dem Nichts. Möchtest du mir damit sagen, dass hier eine Farm über Nacht einfach so erschienen ist? Ja? Eine Gruppe von uns... ist mal zum Jagen rausgegangen, wenn wir auf diese Farm aufmerksam wurden. Aber das ist nicht das Seltsamste an der Geschichte. Kurz nachdem wir sie gefunden haben,
Nee. Ach so, kurz darauf sind einige von uns aufgebrochen, um unsere neuen Nachbarn zu besuchen. Nur um festzustellen, dass da niemand ist. Okay. Nach vielen Monaten, in denen wir versucht haben, Kontakt zu den Besitzern aufzunehmen, erfolglos, sind wir davon ausgegangen, dass die Farm wahrscheinlich verlassen ist, kurz nachdem sie gebaut wurde. Also anstatt das Getreide da einfach verrotten zu lassen, ist der junge Karl eingezogen. Und da wurden die Sachen wirklich schlecht. Karl hat angefangen, uns Geschichten zu erzählen von glühenden Figuren, die er in der Dunkelheit sieht, wie sie durch das Getreide huschen und die Tiere nachts füttern. Naja, wir haben ihn natürlich alle ausgelacht. Wir dachten, er denkt sich die Geschichten noch aus. Und dann, eines Tages, ist Karl nicht mehr in die Stadt gekommen. Was ist mit ihm passiert? Habt ihr nach ihm gesucht? Natürlich haben wir nach ihm gesucht. Wir sind sobald es uns aufgefallen ist, dass irgendwas nicht stimmt. Er fängt an... Was fängt er an? Wild zu zittern im Grunde. Der Horror. Körper überall verstreut. Einige gekreuzigt. Andere liegen zum Rotten draußen in der Sonne, zum Verrotten. Ich wache nachts immer noch schreiend auf von den schrecklichen Bildern, die ich sah, als ich die Farm betrat. Also, lass mich raten, du willst, dass ich auf die Farm gehe und nachsehe, was da passiert ist. Naja, normalerweise würde ich den verfluchten Ort einfach in Ruhe lassen, aber aus irgendeinem Grund ist das Getreide auf dieser Farm am Wachsen und Gedeihen, trotz der Dürre, und wir verhungern hier, wenn wir nicht bald Essen kriegen. Wirst du uns dabei helfen, die Geister auf dieser Farm loszuwerden? Und was bekomme ich dafür? Naja, im Gegenzug sage ich dir, wo du das findest, was du suchst. Naja, dann ist der Deal besiegelt. Schneid deinen rechten kleinen Finger ab. Was? Ist das, wie du einen Deal besiegelst, wo du herkommst? Wir sind wirklich verzweifelt und du bist die einzige Person, die das durchziehen könnte. Also schätze ich mal, ein kleines Opfer würde die Town retten. Nein, er macht's wirklich. Joe nimmt ein Messer heraus und fängt damit an, seinen rechten kleinen Finger abzuschneiden. Ich könnte ihn jetzt seinen Finger abschneiden lassen. Oh mein Gott, nein, ich will nicht, dass er seinen Finger... Das war ein Scherz, Bro. Ich halte ihn gerade noch rechtzeitig auf. Okay, warte. Anscheinend erzählst du mir die Wahrheit. Ihr braucht wirklich meine Hilfe. Ich helfe euch. Ja, stimmt, das war kein Joke, das war ein brillanter psychologischer Trick von mir. Habe ich natürlich genauso geplant. Ich wollte nur testen, ob es ihm wirklich ernst ist. Sind Marcus und Frank Horrigan nicht wegen der Sprecher streng genommen Klingonen? Zumindest verwandt mit Worf, glaube ich, ja. die Farm ist ungefähr eine Tagesreise nordöstlich von hier. Ja, okay. Tschüss. Okay, cool. Die Geisterfarm. Auch eine sehr schöne Quest. Das hier war mal eine wohlhabende Stadt mit viel Landwirtschaft. Stadtmensch. Warum sollten Geister Nahrungsmittel erzeugen? Wenn wir den Dialog mit dem Händler nicht gerade hätten, wäre das der witzigste Out-of-Context-Satz ever, oder? Wir gehen in eine Kirche und reden mit jemandem und der sagt zu uns, warum sollten Geister Nahrungsmittel erzeugen? Einfach so ohne Kontext. Okay. Oh. Ah. Ich glaube, ich kaufe das Seil vom Händler gleich nochmal. Na, hier haben wir noch eine traurige kleine Nebenquest, die wir hier vielleicht schon mal vorab lösen können. Ein kleiner Finger ist nichts gegen deinen unbeabsichtigten Mord.
Meinst du damals, als ich versehentlich wahrscheinlich, I guess, irgendeine unschuldige Frau ermordet habe, weil ich dachte, sie gehört zu einer Gang, zu der sie wahrscheinlich gar nicht gehört hat? Ich könnte mich nicht erinnern, dass sowas mal passiert ist. Gemeine Lügen. Wie viel brauchen wir? 6. Dann sind wir bei 40, 27. Dankeschön. Warte mal. Es ist wirklich witzig, ich bringe so viel kleine Details aus dem Spiel und anderen Spielen aus der Zeit durcheinander. Habe ich anderes Händlermenü? Nee, okay. Weil in irgendeinem Spiel gab es auch mehrere Regale und Tische und dann hat man wirklich unterschiedliche Waren angeboten bekommen, je nachdem, in welches Regal man gegangen ist. Und ich dachte kurz, das wäre hier im Fallout 2 vielleicht so. Aber nee, Quatsch. Okay, alles gut. Ah ja, genau, hier sind ja super viele kleine Münzen, ne? Wunschbrunnen. Sehr gut. Können wir unseren Geldbeutel ein bisschen wieder auffüllen? Sind auch 10 Dollar, oder? Die hier rumliegen locker. Oh nein, ich verliere aber Karma, wenn ich das mache. Für jeden Dollar, den ich aufhebe, verliere ich ein Karma. Nice. Und hier haben wir Johnnys BB-Gun. Johnny ist nämlich in den Brunnen gefallen, Leute. Und hier sind beunruhigend viele Knochen. Nicht nur die von Johnny. Ein großer Haufen von ausgeblichenen Tierknochen. Zumindest glauben wir, dass es Tierknochen sind. Ein sehr großer Haufen von ausgeblichenen Knochen. Man kann die Spezies der toten Wesen nicht mehr bestimmen. Das ist doch eine schöne Metapher für den Kapitalismus allgemein, ne? Für unser aller Leben. Für jeden Dollar, den du verdienst, verlierst du 1 Karma. Das fühlt sich richtig an. So, Lederei. Hallo, mein Name ist Baltas. Ich halte hier die Lederei am Laufen in Monarch. Kann ich dir helfen? Du wirkst ein bisschen so abwesend. Kann ich dir irgendwie helfen? Ist irgendwas? Ah! Schau mal, ich bespreche keine persönlichen Sachen mit irgendwelchen Fremden. Willst du Geschäft machen oder nicht? Also eigentlich suche ich nach einem Item namens Geek. Hallo, Armin und alle. Ich habe schon lange nicht mehr in den Chat geguckt. Hallo an alle, die jetzt dazugekommen sind. ich suche nach einem Item, das Geek heißt. Weißt du zufällig, wo man sowas vielleicht kriegen könnte irgendwie? Tut mir leid, habe ich noch nie von gehört. Ja, ich habe noch ein paar andere Fragen. Zeig mir mal, was du so anzubieten hast. Aha, guckt euch das an. Lederjacke und Lederrüstung. Lederrüstung wäre schon ein cooles Upgrade, aber 1500 Dollar. Ich könnte ihm Johnnys BB-Gun verkaufen. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist er der Vater, oder? Von Johnny. Ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche die aber noch für eine Quest, deswegen verkaufe ich die jetzt mal nicht. Aber ich habe halt aktuell ehrlich gesagt gar nicht so viel zu verkaufen, ne? Ich krieg die eh nicht zusammen. Scheiß drauf. Vielleicht ein andermal, vielleicht später. Oh ja, warte mal, der Hund, ne? Der Hund. Wuff, wuff. Okay. Dann gehen wir mal zu Baltas Frau. Die hat nicht mal eine eigene...
Die hat nicht mal einen eigenen Namen bekommen. Johnny. Johnny. Ich vermisse meinen Sohn. Hey, ich hab leider seine Leiche im Brunnen gefunden. Ich weiß nur nicht, wie ich es euch sagen kann. Ich krieg die Dialogoption nicht, dass ich euch revealen kann, was passiert ist. Ich hab doch eh schon alles rausgefunden. Tut mir leid, aber ich kann euch irgendwie nicht helfen. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen muss, dass ich die Quest trigger. Jetzt versuche ich mal was. Jetzt verkaufe ich ihm wirklich mal die Waffe von seinem Sohn. Bei $300 ist ehrlich gesagt gar nicht so schlecht für so einen Erbsen-Shooter. Das ist ein guter Tausch. Nee, macht nix. Dann lade ich mal nochmal neu, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die eben für eine Quest brauche. Schauen wir mal. Schauen wir uns einfach noch ein bisschen um. Keine Ahnung, wie ich die Quest starte, aber jetzt gerade geht's nicht. Psst, Spoiler hier. Psst. Will ich nichts hören. Aber es ist tatsächlich so, du hast, also insofern stimmt's wirklich, dass ich, glaube ich, mit denen jetzt gar nicht reden sollte, weil ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die Quest zu einem schlechten Ende kommen kann und auch wenn ich dann weitere Informationen habe, kann ich die Quest nicht mehr zum Guten drehen, glaube ich, ne? Ich habe so eine Erinnerung, deswegen, ja, sollte ich jetzt gar nicht versuchen, mit denen zu reden, noch nicht. Aber dass die mir die Quest nicht geben, finde ich trotzdem komisch. Das verstehe ich gerade nicht. Dadurch, dass ich das Restoration Pack installiert habe, könnte es tatsächlich sein, dass das nicht Original Soundtrack ist. Sondern ein nicht verwendeter Soundtrack quasi. Mir kommt der auch nicht bekannt vor. Aber ehrlich gesagt könnte ich es dir nicht hundertprozentig sagen, ob der nicht vielleicht auch irgendwo mal irgendwie lief oder so, ne? Aber ich glaube auch nicht. Ich glaube eigentlich auch nicht. Na gut, dann gehen wir mal in den nördlichen Teil der Stadt. Da haben wir Rose Bed and Breakfast. Davon haben wir schon viel gehört. Von Rose Bed and Breakfast und ihren Eiern. Ihren Omelettes und ihrem Huhn, das sie hält. Das ist auch eine lustige Quest. Willkommen in Rose Bed and Breakfast. Wie geht es dir denn, schöne junge Dame? Was kann Rose für dich heute tun? Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Natürlich. Tut mir leid, Sweetie. Ich bin ziemlich beschäftigt mit den Kunden hier. Vielleicht bestellst du erstmal irgendwas und dann haben wir Zeit, ein bisschen zu reden zwischen den Bestellungen. Naja, in dem Fall, ich bin sowieso gerade am Verhungern. Was gibt's denn hier so zum Essen? Also, was ist denn das letzte Mal, dass du eine gute Mahlzeit hattest, junge Dame? Du siehst ein bisschen dünn um die Knochen aus. Ich weiß nicht, wie ich das gut übersetzen soll. Hier ist das Menü. Was willst du? Ich würde sagen, oh, $1000 für Wasser. Holy shit. Na gut, die haben auch gerade eine Dürre. Das macht ja voll Sinn, ne? Ich hätte gern das Omelett steht gar nicht auf der Speise. Doch hier, Wasteland Omelett. Davon habe ich viel gehört, als ich in die Stadt gekommen bin. Das muss ich probieren. Das ist was Besonderes anscheinend. Nee, es gibt keine offiziellen DLCs für Fallout 2 und auch keine Add-ons oder irgendwas. Aber das Restoration Pack, das ich jetzt installiert habe, das hat quasi so Dateireste und Design-Dokumente genutzt, um alles Mögliche wiederherzustellen, was mal für das Spiel geplant oder nicht fertig irgendwie noch im Spiel war. Und das fühlt sich gerade so ein bisschen an, als hätte man ein Add-on installiert. Das finde ich sehr cool.
Dafür kann man es leider nicht so unproblematisch auf Deutsch stellen. Okay, ich nehme ein Wasteland-Omelette für $25. Ah, meine Spezialität. Ich hoffe, du hast Hunger. Ich garantiere dir, du hast noch nie ein Omelette gegessen, das so geschmeckt hat wie das. Sie verlässt den Raum und kommt mit dem größten, verdammten Omelette zurück, das du jemals gesehen hast. Nach der Mahlzeit fühlst du dich gestärkt. Ja, ich dachte, wir haben jetzt Zeit zu reden währenddessen. Na, Betrug. Was soll das? Naja, dann hat sie wohl doch keine Zeit. Ich habe das Omelette schon probiert, ja. Oh, Händler. Kann ich mit denen wirklich handeln? Fallout ist gerade noch im Epic Store kostenlos. Ah, coole Information. Nur der erste, aber der erste ist auch gut. Der zweite ist schon nochmal, der ist schon nochmal besser, muss man schon sagen. Aber der zweite ist auch toll. Der erste. Willkommen in Rose Bed and Breakfast. Mein Name ist Rose. Moment, du bist Rose? Ich dachte, ich habe gerade mit Rose geredet. Ich meine natürlich Cornelius. Und ich leite das Bed and Breakfast. Kann ich dir helfen? Naja, wenn du das Bed and Breakfast leitest, warum heißt es dann Rose Bed and Breakfast? Rose ist meine Frau. Ich habe den Platz nach ihr benannt. Weißt du, wir sind verheiratet. Was machst du hier? Ich leite dieses Motel. Ja, dieser Ort hier würde auseinanderfallen, wenn ich nicht wäre. Warst du schon mal to the outhouse, am Außenhaus? Ich weiß nicht genau. Das sauberste Außenhaus, in dem du jemals warst. Das ist meine Leistung. Was hat ein Zauber... Ach, weißt du was? Das ist ein Klo. Das ist safe, das Klo. Plumpsklo. Okay. Was hat ein sauberes Plumpsklo damit zu tun, dass du den Ort hier leitest? Naja, Roses Hunde sind blutrünstig. Aber ich werfe ihnen einfach ein bisschen Jerky hin und dann interessieren sie sich nicht für mich. Okay, kann ich dir nicht noch was anderes fragen? Wer ist Rose? Rose ist meine Frau. Sie leitet die Küche. Du wirst keine bessere Mahlzeit irgendwo kriegen. Rose ist wunderschön. Ich werde sie irgendwann mal heiraten. Ich dachte, Rose ist deine Frau. Ah, ich habe Johnny gesehen, wie er am Brunnen gespielt hat mit seinem Dog Laddy. Was für ein nettes Kind. Kann ich dich noch was fragen? Nee, dass er dringend Hilfe braucht, sage ich ihm nicht. Ich glaube, das weiß er selber oder vielleicht auch nicht, aber dann ist es auch gut. Weißt du was, übernachten wir hier mal eine Nacht. Ich habe ein Zimmer. Ich schlafe da drüben. Wo schlafst du? Ich glaube, du verstehst nicht ganz, was ich wollte. Ich würde gern ein Zimmer mieten für heute Nacht. Okay, aber bleib vom Hühnchengehege fern. Ich habe fast meinen Arm verloren, als ich das Ding das letzte Mal gefüttert habe. Okay. Bye. Ja. Der Hund ist eine Anspielung auf Lassie. Der Hund ist eine Anspielung auf Lassie. Und dass Billy angeblich in den Brunnen gefallen ist, ist eben natürlich auch eine Anspielung. Ich weiß nicht, ob das Zitat Billy ist in den Brunnen gefallen, jemals in der Serie wirklich vorkommt, aber es ist so dieses ganz Typische, ne? Das kennt jeder. Dieses wow, wow, was sagst du, Lassie? Wow, wow, Billy ist in den Brunnen gefallen? Das ist so typisch. Aber das ist nur die Parodie davon, ne? Aber das ist, glaube ich, so die Parodie einer Parodie, die wir hier sehen. Timmy, genau. In dem Spiel heißt er Billy. Warte mal, wenn ihre Hunde wirklich so wishes sind, sollte ich mal speichern. Ich will die Hunde nicht töten.
Guck, die Hunde sind harmlos. Die bellen und laufen um mich rum und knurren mich an. Aber die tun überhaupt nichts. Aber wie kommen wir ins Hühnchengehege? Die Tür ist verbarrikadiert. Da kommen wir nicht so ohne weiteres rein. Oh nein, jetzt greife ich die Hunde an. Ich war zu lang hier drin. Hunde, ihr habt absolut recht. Ich bin selber schuld. Ich hätte hier nicht reinkommen sollen. Guh. Irgendeine sehr seltsame, eklige biologische Masse. Eine Schaufel? Vielleicht sollte ich mir erst ein bisschen Beef Jerky besorgen. Wie mir der verwirrte alte Mann empfohlen hat. Ein bisschen Beef Jerky, um die Hunde abzulenken. Aber kann ich die Steine dann... Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da reinkomme. Ich weiß nicht, ob ich die Steine wegräumen kann. Ich gehe mal noch mal ganz kurz rein. Die Steine sind zu groß, um sie zu bewegen. Ich will mal kurz was versuchen. Wartet mal, ich habe ja eh gerade gespeichert. Halt, stopp. Also, eins nach dem anderen. Wir aktivieren die Bombe, stellen den Timer auf 20 Sekunden. Oh Gott, jetzt aber schnell. Droppen die Bombe. Und jetzt gehen die Hunde auf mich los. Nein! Aber ich will nur gucken, ob ich den Steinhaufen wegsprengen kann. Weil ich es nicht weiß. Nur aus Interesse. Oh nein, legt euch nicht mit Zulik an. Zulik ist wahnsinnig. Der wird euch alle umbringen. Ich befürchte, ich muss sie jetzt auch leider umbringen. Shit, die Tür ist blockiert. Okay, ich versuche den Hund mit einem Stoß von der Tür wegzustoßen, ohne ihn zu töten. Das ist mein Plan und da mache ich die Tür zu hinter mir. Ich lade ihn nochmal ein. Keine Sorge, nichts von hier ist echt. Ach, guck mal, ich kann die aber tatsächlich wegsprengen. Okay, das ist interessant. Na gut, okay. Das ist wahrscheinlich auch der Weg, der beste Weg, wie man reinkommt. Oder der einzige sogar. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Schauen wir mal, ob wir Beef Jerky kaufen können bei der, dass wir die Hunde ablenken. Dann sprengen wir das in die Luft, dann gehen wir rein. Warum? Weil der alte Mann gesagt hat, wir sollen es nicht machen. Deswegen. So. Aber dann müssen wir... Oh nein, man kann bei ihr gar kein Beef Jerky kaufen. Dammit. Aber das Blöde ist auch, dann müssen wir tatsächlich nochmal... Da müssen wir tatsächlich nochmal Sprengstoff kaufen. Hey, ich will das ehrlich gesagt gar nicht machen, weil die Quest wäre jetzt, dass wir da aufsprengen, reingehen und dann ist da natürlich, oh Wunder, eine Todeskralle. Und was wir gerade gegessen haben, war ein Todeskrallenei und so weiter und so fort. Aber ich denke mir ehrlich gesagt, why not, oder? Ist doch eh cool. Lass die halt Todeskralleneier servieren. Ich weiß nicht, wie die das geschafft hat, aber... Warum sollen wir die Todeskralle umbringen? Ist doch alles easy. Ich glaube, wir machen jetzt, was wir von Anfang an machen wollten. Wir gehen jetzt nicht nach Walled City, sondern wir gehen jetzt zurück in Wicks Werkstatt und sprengen endlich die Tür und befreien Wick, damit wir einen weiteren Begleiter haben. Damit ich und Zulik nicht immer so allein sind. Zu dritt sind wir gleich weniger einsam. Oh, zur Ghost Farm? Na, gehen wir jetzt zur Ghost Farm? Ja. Jetzt wären wir schon da. Nein, ich will nicht zur Ghost Farm. Ich will nach Klamath zurück. Ghost Farm, die läuft uns nicht weg. Die geistert auch in ein paar Tagen noch. Guckt, vorher hatten wir ungefähr jeden Zentimeter eine Zufallsbegegnung. Und jetzt kommen wir smooth durch. Bis wir von einer Herde Geckos attackiert wurden. Ich glaube, gegen die kämpfen wir, oder? Die schaffen wir. Hoffe ich. Ich bin zuversichtlich. Ich freue mich so drauf, wenn wir schwere Waffen haben. Ey, wenn ich schwere Waffen habe, dann wird hier so aufgeräumt. Okay, ich bin so scheiße mit dem Messer. Zulik,
do everything. Ah, so eine ganze Gruppe Geckos ist schon gefährlich, denke ich mir gerade. Okay, okay, die beiden gehen auf Sulik, das ist gut. Zwei Geckos kann ich tanken, oder? Oh Gott, ich bin mir nicht sicher. Ich werde es versuchen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Okay, neuer Plan. Ich laufe weg, während Sulik kämpft. Was? Das ist doch auch gut. Nein, die haben so viele Aktionspunkte, die können mich trotzdem beißen. Shit, wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Bevor ich die Eier kaputt gemacht habe. Ah, er wechselt vom Pflanzenhammer auf den Hammer für lebende Dinge. Das ist gut. Nicht, dass Pflanzen nicht auch... Ah, egal. Er versteht schon den Joke. Okay. Oh ja, Mann, es ist eh schon 11, ne? Ich sollte eigentlich auch schlafen gehen. Du hast voll recht, Frankie Tanky. Es ist Schlafenszeit. Oh, jetzt würde ich echt gern noch schnell... Okay, komm, jetzt sprengen wir noch schnell die Tür auf. Dann ist aber Schluss. Wir machen jetzt noch schnell die Reise zurück zu Wicks Werkstatt. Sprengen die Tür auf, holen uns die Radioteile. Dann ist aber Feierabend. Und auf dem Weg dahin werden wir hoffentlich irgendwie nicht sterben, dauernd. Und vielleicht sogar noch was Cooles erleben. Genau, ist gemoddet, der Restoration-Mod. Ich wollte es quasi so ein bisschen modden, dass es auch für mich mal ein bisschen was Neues ist, weil den habe ich tatsächlich auch noch nicht gespielt. Wollte es aber lore-freundlich und so nah am Original wie möglich haben. Und da ist das Restoration-Pack sehr cool, weil es sehr coole, neue, lore-freundliche, perfekt ins Spiel passende Inhalte hat. Fühlt sich wirklich an wie ein Add-on eben. Ja, da hast du voll recht, Bello. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Sich jetzt mit Hammer Sulik und absolut nutzloser Messerhauptfigur so einer Todeskralle zu stellen, ist vielleicht auch gar keine so gute Idee, ne? Wütende Banditen. Ich glaube, ich bin raus hier. Fühle den Zorn von Kaga. Ist er Kaga? Haben die einen Gott, der Kaga heißt? Wer oder was ist Kaga? Und warum... After Kaga kill you, he will burn Arroyo to the ground. Warte mal. Die wissen, dass ich von Arroyo komme? Welcome. Welcome. Warum wissen die, dass ich aus Arroyo komme? Und warum sind hier schon wieder so viele Pflanzen und Skorpione? Ich bin raus hier. Hast du eigentlich damals auf Tactics Online gespielt? Was meinst du mit Tactics Online? Das kenne ich nicht mal, ehrlich gesagt. Also, wahrscheinlich nee. Genau. Das habe ich mir auch gedacht. Das war nämlich blöd. Wir hatten nämlich schon mal eine Begegnung mit dem eigentlichen Auserwählten oder dem vorherigen Auserwählten. Das habe ich auch erklärt, als wir die Begegnung hatten. Aber da war der Mod noch ein bisschen buggy. Und deswegen hatten wir da nur Error als Textboxen, sonst nix. Und ich habe dann gesagt, aha, wahrscheinlich ist das der eigentliche Auserwählte. Aber das ist Kaga. Und die Banditen haben also irgendwie mit dem vorherigen Auserwählten von Arroyo zu tun. Alles klar. Ach so, der normale. Ja. Aber nicht wirklich, nicht intensiv. Da ich eher so ein Singleplayer bin, ich spiele eigentlich sehr selten Multiplayer, hat mich das auch nicht so sehr interessiert. Aber den normalen Multiplayer-Modus von Tactics, den habe ich schon getestet natürlich auch. Ich dachte jetzt, dass irgendwie ähnlich wie Fallout Online irgendwie so ein fangemachtes Tactics Online irgendwie mal gebastelt wurde und ich habe es nicht mitbekommen oder sowas in der Art, ne? Ah, nee, okay. Komm, schon fast geschafft. Nur noch ein paar Felder.
will keine Bande Robber treffen. So. Klammer Downtown. Leute, erschreckt euch nicht. Es wird gleich ordentlich knallen. Das ist ganz normal. Und ihr müsst keine Angst haben. Fürchtet euch nicht. Ich bringe frohe Kunde. Oh mein Gott, schnell fallen lassen. 20 Sekunden sind schon kurz. Nee, die sind lang genug. Easy. Aber ich habe immer Angst. Ich habe immer Angst, wenn ich scharfen Sprengstoff im Inventar habe. Hund, komm raus jetzt. Wo ist Sulik eigentlich? Wo ist Sulik eigentlich? Sulik? Ah, da ist Sulik. Gut. Ich hätte schon befürchtet, dass er irgendwo gestorben ist und ich habe es nicht mitbekommen. Oh Gott, jetzt läuft mir ein Kind, ein Hund und Sulik nach. Ich komme nie wieder aus diesem kleinen Raum hier raus. So, ein Stimpack, ein Pipe Rifle, ein bisschen Munition und das Radio. Oh mein Gott, war das jetzt eine schwere Geburt, das zu kriegen. Ist schon lustig, ne, dass dieser Mod durch diese kleine Veränderung, dass die Tür abgeschlossen ist, das Spiel so sehr verändert, dass wir jetzt erst dieses Radio haben und jetzt können wir ihn endlich retten. Aber jetzt würde ich sagen, speichern wir, machen Schluss für heute. Schön, dass wir jetzt wenigstens noch mal eine Stunde voller 2 gespielt haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und nächste Woche Dienstag, morgen. Morgen geht's weiter. Nicht mit voller 2, aber mit Crow Country. Einem sehr, sehr coolen Resident Evil-artigen Indie-Spiel. Ein modernes Spiel, das so ein bisschen auf Retro macht, aber mit den Komfortfunktionen eines modernen Spiels. Sehr cool. Und ich wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht, schönen Abend und bis morgen 19 Uhr. Ciao.